Wurstnetz sagst. Ein Podcast von Harald Helfrich. Heute mit Laura Dahlmeier. Herzlich willkommen zu Wurstnetz sagst, ein neues Talkformat in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Garmisch-Partenkirchen, mit dem Kreisbildungswerk und der Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen. Die Idee dazu ist, wir kennen im Laufe des Lockdowns, wo man sich nicht treffen hat können, so schön wie heute, sondern wo man die Chance gehabt hat, Podcasts anzuhören, interessante Menschen mit viel Zeit zuzuhören. Und genau das habe ich einmal den Veranstaltern vorgeschlagen und die waren gleich Feuer und Flamme. Und umso schöner ist natürlich, dass wir gleich an so einen schönen, tollen Gast heute Abend da haben. Sie alle sind schon wahnsinnig neugierig. Ich freue mich wahnsinnig, dass sie da ist. Bitte begrüßen Sie Laura Dahlmeier. Okay. Grüß euch. Ich schenke gleich was ein, gell? Danke, gern. Ich schenke dir gleich was ein. Wir haben schon gesagt, wahrscheinlich wird es warm auf der Bühne. Laura, wir kennen uns überhaupt nicht, also vorher nicht, seit einer halben Stunde. Wir haben uns trotzdem aufs Du geeinigt. Der Bayer sagt Du. Wobei, ich kenne dich ein bisschen, wie du Anfang 2018 zur Ehrenbürgerin von Garmisch-Partenkirchen geworden bist, bin ich im Gemeinderat gesessen im Saal und habe dir zugejubelt. vielleicht, weil wir ja doch beide aus Bayern und aus der Heimat kommen, sind Menschen aus Gelsenkirchen oder Bottrop da? Aus Sachsen. Sachsen. Also wir können gepflegtes Bayerisch sprechen. Gut, wunderbar. Sehr schön. Laura, erzähl uns doch einmal, die meisten wissen es, du bist in Garmisch-Partenkirchen geboren, aber ich beginne mit einer ganz ketzerischen Frage. Bist du in Garmisch oder in Partenkirchen aufgewachsen? Aufgewachsen in Garmisch. Mittlerweile wohnhaft in Partenkirchen. Oh! Schwierig. Schiglo-Partenkirchen. Genau. Also Großeltern aus Partenkirchen. Das geht. Anscheinend. Ja. Okay, gut. Nimm uns doch einmal mit in deine Kindheit. Du bist in den Bergen aufgewachsen, deine Eltern sind beide Alpinisten, sehr erfolgreich. Wie war das? Wie bist du aufgewachsen? Ich glaube, wir waren schon immer viel draußen unterwegs, in der Natur, beim Berggehen. Meine Mama oder meine Eltern sind beide viel Radl gefahren früher, darum war ich da auch schon immer mit dabei. Die haben mich versucht, da viel mitzunehmen, das irgendwie abwechslungsreich zu gestalten. Mhm. Was ich so gehört habe, bin ich mit 2,5 schon das erste Mal auf die Ski gestanden. Und ja, ich glaube, die Freude zum Skifahren, zum Schneesport, die hat sich da entwickelt und die hört hoffentlich nie auf. Und darum ist es für mich relativ normal, einfach viel draußen zu sein, mich zu bewegen, was zu machen. Und ganz oft muss ich das erklären, warum zieht es mich in die Berg und was mache ich da so besonders. Aber ich finde, wenn man da aufwächst, wenn man das einfach vor der Haustür hat und jeden Tag sieht, dann ist das ja irgendwie normal. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen. Mhm. Das wird ja alles sehr schön in deinem Buch beschrieben. Da geht es natürlich auch heute sehr viel drum. Sie haben es draußen schon gesehen. Es heißt, wenn ich was mache, mache ich es gescheit. Passt sehr, sehr gut. Ich hätte mir denken können, dein erstes Buch hätte auch heißen können, scheißt da nichts, dann fällt da nichts. Das ist schon abgedroschen, das kennt schon jeder. Braucht man was Neues. Genau, aber es passt sehr gut. Wir werden ganz viele Themen besprechen heute, die auch in dem Buch drin sind. Und natürlich wollen wir auch die Leute animieren, es nachher zu kaufen. Oder vielleicht haben sie auch schon ein paar gekauft. Zurück zu deiner Kindheit. Normalerweise, wenn man einheimisch ist und in der Gegend aufwächst, geht man ministrieren und ist im Trachtenverein. Wie war das bei dir? Ja, wie gesagt, meine Eltern waren auch sehr sportlich aktiv. Die waren jetzt, glaube ich, selber keine Ministranten und im Trachtenverein auch nicht. Darum ist das bei mir vielleicht auch nicht so zur Debatte gestanden. Das war eher so ein Witz. da habe ich meine Mama öfter mal ein bisschen verarscht. So, ja. Kannst du einen Trachtenverein geben, wenn dir das zu sportlich ist? Ich bin im Skiclub gelandet. Hat mir viel Spaß gemacht. Nein, genau. Also, ich glaube, ich komme halt einfach drauf, oh, wie wächst man auf, wie ist das? Also, das war jetzt dann von mir kein ernsthafter Drang, sondern es war schon klar, ich möchte mich bewegen und ich möchte mich irgendwo austoben. Und ich bin mit 5 schon in den Skiclub gekommen, habe mit Ski Alpin angefangen, bin Ski gefahren und das hat mich richtig gefreut, das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich kann mich erinnern an eine Diskussion, da hat es total geringt und wir haben Training am Hausberg draußen gehabt. Und meine Mama hat dann zu mir gesagt: Mei, magst du halt wirklich ins Training gehen?
Und ich habe gesagt, ja natürlich, fahr mich jetzt bitte ins Training. Und sie hat gemeint, mei, das arme Mädel, wenn es so ringt. Ja. Und nein, da waren alle Freunde, da ist zur Sache gegangen und da wollte ich unbedingt hier. Das war dir unbedingt wichtiger, als darum auf dem Sofa zu hocken, gell? Das manche heute machen, genau. Im Buch steht, du bist tatsächlich mit 2,5 Jahren schon die Kandahar runtergefahren. Kann das sein? Müssen wir meinen Papa fragen, ich glaube, er ist auch da. Irgendwo in der Mitte, da müsst ihr sitzen. Natürlich nicht selber, aber ich glaube, man kann die Kinder ganz gut so zwischen die Füße nehmen, ja, und sie da so runterbuckeln. Ja. Es ist ja doch recht anstrengend, wenn man sich da so runterbeigt und mir hat es aber einen rechten Spaß gemacht und dann haben wir angehalten und dann habe ich total zum Schreien angefangen und dann haben die, sind halt Leute vorbeigefahren und haben gemeint, Mensch, das arme Kind, jetzt muss man das da runterzankern, das blendet ja. Dabei habe ich nur gewarnt, weil wir stehen geblieben sind. Ich, genau, bin halt also weit davon. Der Weg war praktisch vorgezeichnet, es hat keine Debatte gegeben, du wirst dich bewegen, gell? Auf die Berge erst einmal. Und, aber Radlfahren, war das in die Berge dann auch, weil deine Mama war da sehr aktiv und sehr, sehr erfolgreich. War das dann auch als Kind Radeln in die Berge schon aktuell? Also mitfahren schon, da gibt es ja so Nachläufer und so. Ich bin auch gern dann hinten drauf gesessen, habe die Füße so auf dem Lenker rauf da und habe nicht mitreden. Ja, sehr zur Freude der Eltern. Selber Radlfahren habe ich erst auch ganz nett gefunden, aber das irgendwann dann nicht mehr. Da hat es mich mal recht überschlagen mit dem Radl und das hat mir keinen Spaß gemacht. Und das war so, das machen die Eltern, das ist irgendwie uncool, ich mache was anderes. Mhm. Also muss ich ehrlich sagen, das hat schon eine Zeit lang gedauert, bis ich da wieder so einen richtigen Spaß gefunden habe. Mittlerweile mache ich das auch gern und fahre gern mal ein bisschen weiter. Dazu kommen wir später noch. Genau. Aber das hat ein bisschen gebraucht, ja. Mhm. Deine Mama macht ja sehr, sehr schönen Schmuck aus Naturmaterialien. Ich bin Stammkunde. Ich kann es nur, wo sich meine Frau sehr freut. hast du da auch irgendwelche Talente oder machst du da irgendwas Handarbeitsmäßiges oder sagst du, das ist mir völlig fern? Ja, ist mir eher fern. Ich habe liebend gern Christmas-Shopping in der Werkstatt gemacht, aber wirklich so selber aktiv. Mei, als Kind tut man mir ein bisschen helfen, so Ketten auffadeln, aber ich glaube, ich habe nicht die Geduld, also mich da wirklich hinzusitzen und diffizile kleine Sachen zu machen. Ja, das, beim Schießen hat das funktioniert, das ist irgendwie ähnlich. Da musst du dich auch konzentrieren, ruhig werden und ja, echt da so stundenlang das Gewehr ruhig halten. Da habe ich das geschafft, aber für Schmuck machen, habe ich gesagt, nein, ich glaube, das ist nicht meins. Vielleicht kann man das einmal während des Berggehens probieren, so hinaufgehen und so ein bisschen primeln. Wirklich? Nein, keine gute Idee. Ich glaube nicht. genau, also du bist dann die Bergnauf, Ski gefahren, gewandert, teilweise in der Kraxen hinten drin, hast aber nicht wirklich Mengen, habe ich gelesen. Stimmt das? Ja, also ich habe einen 5 Jahre jüngeren Bruder, der war eher so der Typ, der sich ganz gerne in die Krax gesetzt hat, aber ich glaube, meins war es nicht so, was ich mir so sagen lassen habe. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Und wie kommt man dann, wenn es eigentlich immer in die Berge hinauf geht, zum Biathlon? Ja, das war eigentlich ganz spannend. Mit 7 habe ich mir vom Christkind einen Lenkbob gewünscht und dann habe ich Langlaufski gekriegt. Und war total entsetzt, habe die Ski genommen, wieder bei der Terrasse ausgestellt und habe gesagt, das Christkind hat sie verflogen. Das habe ich nicht bestellt. Also, ja, die sind nicht abgeholt worden, die Ski. Aber sie sind dann doch benutzt worden. Ja, dann waren sie ja da, dann habe ich es mal ausprobiert. Wir waren dann in der Leitersch und war ein netter Ausflug. Ich war da in dieser Klassenspur und habe halt das ein bisschen probiert und habe schon gemerkt, in der Skatingspur, die sind alle schneller. ja, und dann hat es mich doch recht bald dann da hinausgezogen und ich wollte das auch ausprobieren. Skaten, wie funktioniert das? Und es war echt cool. Ich habe dann beim Skiclub Partenkirchen quasi das Langlaufen gelernt und eigentlich ja, mit 9 Biathlon angefangen. Und das ist über einen Kontakt auch von meinen Eltern so zustande gekommen, über einen Helmut Heinrich, der Sportwart ist beim Skigau Werdenfels, und der hat gesagt, ich kann einmal das Schießen ausprobieren. Und als kleines Mädel ist das halt schon ein cooles Gefühl, mit so einem großen Luftgewehr dort liegen, aus der Scheibe schießen und dann klappt die um. Dann hast du gleich dieses Erfolgserlebnis und das funktioniert und dann war das Langlaufen auch nicht mehr so schlimm. Und da hast du dann gleich auf diese 50 Meter geschossen, also gleich das richtige Biathlon, oder macht man da am Anfang was anderes? Also das ist so, da bist du erst in der Schnupperklasse, da schießt mit dem Luftgewehr, liegend aufgelegt, und dann kommst du in den Schülerbereich auch noch mit Luftgewehr, erst nur liegend, aber freihändig, und dann
liegend und stehend und erst mit 15 kommst du quasi in die Jugendklasse und darfst Kleinkaliber schießen. Mhm. Und du hast angefangen mit ungefähr? 9. 9. Mittlerweile darf man erst ab 10 anfangen. Mhm. Genau. Gut. Und wie viel hast du da am Anfang trainiert? Wird dann wahrscheinlich mehrere und mehrere? Ich schätze mal so 2-mal in der Woche. Ich habe aber da halt noch Skifahren gemacht, also so zweigleisig im Endeffekt Skifahren, dann immer auch schon so ein bisschen das Langlauftraining und Biathlon, weil der Biathlon-Trainer ist halt im Endeffekt am Skistand und muss vor allen Dingen das Schießen beaufsichtigen und der hat nicht so viel Zeit, dass er dir wirklich das Langlaufen beibringt. Mhm. Darum ist es gut, wenn man da noch ins Langlauftraining geht, dass man halt wirklich die Disziplin Langlaufen auch ordentlich lernt und das Skitraining hat mir einfach auch richtig viel Spaß gemacht und ich habe am Anfang nicht genau gewusst, in welche Richtung soll es gehen. Ich bin echt gern Ski gefahren. Hermann Mayer war da immer so mein Vorbild. Ich kann mich noch gut erinnern, direkt über uns war immer die Startnummernausgabe und ich war beim Skiclub Garmisch am Anfang zum Skifahren und da hast du als Kind immer die Startnummern umgekriegt, da war die Startnummerverlosung und ich habe die Startnummer 6 gehabt und die hat sich der Hermann Mayer ausgesucht und ich habe mit auf die Bühne dürfen. Ah, darum war das ganz große Vorbild. Super. Aber natürlich gibt es dann auch noch nebenher, neben dem Sport, in der Jugend eine Schule. Du warst am Irmengard. Eine sehr gute Schule, wie ich finde. genau, wie ist das? Also natürlich wird das, am Anfang ist nur überschaubar, du trainierst 2-mal in der Woche, dann wird das mehr und mehr. Wie ist das erstens für dich gewesen? Also das wird ja irgendwann eine ziemliche Belastung, ein Stress. Man will irgendwann Abitur machen. Und hast du irgendwie ein Feedback von den Lehrern gekriegt, wie das für die war? Also das ist schon so, dass es irgendwann zu einer ganz schönen Belastung geworden ist. Also ich habe gewusst, mit Skifahren, Biathlon, Langlauftraining und Schuhe, das wird mir auch zu viel und ich schaffe es nicht. Ich bringe nicht alles unter den Hut. Meine Überlegung war dann, dass ich mit der Schuhe aufhöre. Das hat dann keiner so toll gefunden. Komisch eigentlich. Ja. Dann habe ich mit Skifahren aufgehört und die Schuhe weitergemacht. Und irgendwann ist mir schon dann empfohlen worden, ich soll in eine Sportschule gehen, also nach Oberhof oder nach Berchtesgaden, da kann man Biathlon machen. Die haben die Oberstufe gestreckt, nochmal um ein Jahr mehr. Ich war im ersten G8-Jahrgang, bei uns haben sie es ja gestrafft. Die ganze Schulzeit, darum war der Stoff nochmal mehr, die Belastung war höher. Wir haben teilweise 4-mal in der Woche Nachmittagsunterricht gehabt und haben sie gesagt, das ist nicht vereinbar mit dem Sport, ich muss aufs Internat. Und das war für mich immer die Horrorvorstellung, weg von Garmisch, weg von meinen Leuten, weg von den Bergen und irgendwo auf so eine Sportschule. Habe ich gesagt, nein, das geht auch nicht. Und habe da eine super Vereinbarung getroffen mit dem Direktor damals, mit dem Herrn Würl und auch mit den Lehrern, die gesagt haben, ja, das wird nicht leicht, das wird schwierig, aber wenn du das unbedingt merkst, wir schauen, dass wir die so gut wie möglich unterstützen und dass wir das irgendwie hinbringen. Und ich glaube, meine Noten sind dann eher sogar besser geworden. Ich habe gewusst, ich muss mich jetzt ein bisschen anstrengen. Ich mag nicht aufs Internat. Und dann hat das zum Glück gut geklappt, aber gerade rückblickend war das schon mit die stressigste Zeit. Also die letzten 2 Jahre vor dem Abitur, das alles irgendwie unter den Hut zu bringen und das ist echt auch wichtig, dass du gute Leute in der Schule hast, die da wohlgesonnen sind, dass die Lehrer einfach Rücksicht nehmen, dass du gute Klassenkameraden hast, die dir die Hausaufgaben mitnehmen, mitschreiben, dass du einfach die Unterlagen kriegst, dass auch das Team, das Biathlon-Team im Endeffekt oder die Trainer da Rücksicht nehmen, ansonsten, glaube ich, geht es nicht. Das heißt, du hast dann wirklich unterwegs, wenn du bei den Wettkämpfen warst, deine Schulsachen dabei gehabt und hast dann da, oder hättest? Dabei gehabt habe ich es schon. Okay, okay. Gut, also, verstehe. Na, kann ich gut verstehen. Genau. Ja, na, okay, also macht man sich ein Bild, das ist klar, genau. Aber dann ist auch in der Jugend, dann ist schon die Bergwacht interessant worden für die auch in der Jugend. Gell? Der Papa war, glaube ich, nicht so begeistert. Erst einmal, oder? Genau, also da hat es so Jugendgruppen gegeben und ich war da echt gern mit dabei gewesen. Der Papa war schon immer in der Bergwacht, also da schon einen guten Bezug gehabt und habe das mitgekriegt, dass sie da was rührt. Mhm. Und dann hat er gemeint, nein, also das machst du jetzt nicht an und das wird dann zu viel und das stimmt auch. Es ist ein Ehrenamt, das einfach Zeit braucht. Da muss man schon sich einfach auch einbringen. Ich habe dann mit 17 mein Abi gemacht und habe gemerkt, Mensch, als Profisportler, da hat man Zeit. Und mit 18 bin ich sofort zur Bergwacht gegangen. Ja, gut. Ja, dann ist das so richtig losgegangen. Wie ist denn das? Also du hast dann praktisch, die ersten Erfolge stellen sich dann relativ schnell ein. Also im Jugendbereich warst du ja, oder im Juniorenbereich warst du ja auch schon sehr, sehr erfolgreich. Und es haben schon früh gesagt, oh, da kommt was ganz Besonderes. Du hast immer einen Anschein gemacht nach außen, ich kann es nur vom Fernsehen beurteilen, einer sehr fokussierten, klaren Sportlerin. War das von Anfang an so?
Ich glaube, ich habe schon recht früh gewisse Ziele gehabt und gewusst, was ich möchte und was ich nicht möchte. Ich habe in der Grundschule mal ein Poesiealbum geschrieben, bei Berufswunsch Olympiasiegerin. Also, glaube ich, habe ich das schon recht früh gewusst, so, was ich ungefähr möchte. Ja. Und das hast du aber in jungen Jahren wirklich also durchziehen können. Also man ist ja auch sehr oft abgelenkt als Jugendliche. Es gibt diverse Freizeitvergnügen, es gibt Menschen, die man gern mag, die einem sagen, du geh doch mit fort und so weiter. Das war bei dir kein Problem. Das habe ich schon auch alles gemacht, so ist es nicht. ja, klar, da gibt es auch mal eine Diskussion, dass alle anderen fortgehen und du fährst schon wieder zum nächsten Wettkampf. Aber ich habe eigentlich schon immer gewusst, dass ich das einfach verdammt gern mache, dass mir es richtig viel Spaß macht, dass ich da klare Ziele habe. Und ich habe auch schon immer gewusst, wenn ich das Ziel habe und ich möchte das Ziel erreichen, muss ich auch was da dafür. Mhm. Das kommt jetzt nicht von allein, also ich schaffe das nicht, wenn ich im Training nur Blödsinn mache. Aber natürlich habe ich auch gern mal rumblödelt. Aber das muss ich halt irgendwie die Waage halten. Und natürlich kommt man da mal an einen Punkt, wo mal geschimpft wird oder gesagt wird, Mensch, mach's gescheit. Mhm. Dann kriegst du volle Unterstützung, aber wenn nicht, dann lass besser gleich bleiben. Mhm. Und freilich, diese Diskussionen hast du immer wieder mal. Die habe ich auch zu Weltcup-Zeiten gehabt, wo ich sehr erfolgreich war und du weißt, okay, es ist der beste Schnee draußen, alle gehen zum Powdern und ich gehe halt wieder langlaufen. Oder es ist ein super Festel und ich bin wieder irgendwo im Weltcup unterwegs. Mhm. Aber für mich hat sich das alles ausgezahlt und das war für mich auch der richtige Weg. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, werde ich es genauso wieder machen, weil ich glaube, beim Sport, du lernst so viel und es gibt da so viel fürs ganze Leben, dass ich glaube, es war der richtige Weg. Mhm. Das kann man sagen. Genau. Du warst dann sehr schnell sehr erfolgreich. Man ist so in so einem System drin. Also du musst ja schon sehr stark, du bist in Trainingsplänen drin. Du hast einen Heimtrainer, glaube ich, gehabt. Dann bist du in einem Kader, wo es wieder bestimmt läuft. Es gibt genaue Vorschriften, wie du zu funktionieren hast. Ist dir das leicht gefallen, dich in so ein System hineinzubegeben? Am Anfang ist das, glaube ich, schon ganz cool, wenn du so in den nächsten Kader kommst, Mannschaftstrainer, also Bayerischer Skiverband, Deutscher Skiverband, das erste Mal mit anderen Athleten zusammenkommen. Schon sehr spannend und dann merkst du, okay, jeder hat so ein anderes Trainingssystem. Also das war bei uns schon klar erkennbar, an die Stützpunkte wird tendenziell intensiver trainiert, mehr trainiert. Klar, die haben auch schulisch ja da die Entlastung und als ich das erste Mal mit dazugekommen bin, habe ich gemerkt, Mensch, da geht ganz schön die Post ab. Und da nimmt auch keiner Rücksicht. Das ist schon so ein bisschen friss oder stirb. Das musst du jetzt durchstehen. Was du auch ansprichst, die ganze Struktur daheim im Training, das ist halt bei uns schon so ganz klar definiert gewesen. Wir haben halt von Montag bis Samstag Training, jeweils zweimal am Tag. Mittwoch nur am Vormittag und Sonntag war immer frei. Aber das ist halt immer gleich. Und genauso mit den Wettkämpfen. Du weißt irgendwann schon im Mai, wie das ganze Jahr ausschaut. Es ist immer zu den gleichen Zeiten sind die Rennen und wie ich vorher gesagt habe, wenn dann irgendwie mal was anderes wäre, da kommst du nicht groß aus. Und klar, ich weiß, das gehört so und das muss so sein, anders funktioniert es ja nicht im Leistungssport, aber irgendwann ist die Struktur schon ein bisschen erdrückend gewesen. Und hast du dann, wie du dann sehr erfolgreich geworden bist, Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Weltcupsiegerin, auch ein bisschen eine Sonderstellung kriegt durch deine Erfolge, dass du auch ein bisschen selbstbestimmter hast trainieren, arbeiten können? Schon, oder? Ich glaube, das ist für mich ein Vorteil gewesen, dass ich nie einen Stützpunkt gewechselt habe, selbst zur Profizeit nicht. Mir war es ganz wichtig, dass ich daheim trainieren kann, mit meinen Heimtrainer, mit meinen Leuten bei uns. Das hat vielleicht so ein bisschen den Nachteil, dass wir nicht die allerbesten Trainingsbedingungen haben. Die meisten kennen es vielleicht aus der Zeitung, es gibt immer noch keine Rollerbahn, wird es wahrscheinlich auch nie geben. Wir müssen halt immer weit fahren, nehmen wir dafür mehr in Kauf, aber ich habe immer mehr Freiheit gehabt. Also da kann man einfach auch noch mal anders kommunizieren. Am Stützpunkt bist du einfach eine Nummer, eine von vielen. Und bei uns daheim kann man einfach individueller trainieren. Da kann man mit den Leuten besser reden, kann man das speziell abstimmen und das war mir schon immer wichtig, dass ich sage, okay, ich kann es so steuern, dass für mich passt. Ich glaube, ich habe ein ganz gutes Körpergefühl und ich weiß schon ungefähr, was wichtig ist und wie man was einfach steuert und reguliert. Und die Trainer haben mir das ermöglicht, haben mir den Freiraum auch gestattet, wo ich sehr dankbar bin dafür. Und ich glaube, da habe ich dann auch die Motivation draus geschöpft, dass ich am Tag X dann wirklich Vollgas geben kann. Du hast ja
am Anfang, wie diese Erfolge sehr schnell gekommen sind, schon den Eindruck gehabt, gemacht, rein vom Zuschauen, dass dir dieses Blitzlichtgewitter, diese extreme Aufmerksamkeit am Anfang gar nicht so recht ist. Da muss man sicher auch neu wachsen. Aber davon abgesehen, gibt es denn oder gab es damals auch Momente, wo ich sage, da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock mehr drauf, es nervt nur du bist praktisch everybody's darling, jeder will was von dir. Die Presse ist das eine, aber die Zuschauer, das andere ja auch. Das heißt, wenn dich erkennt jeder und jeder möchte mit dir ratschen, möchte ein Autogramm oder ein Selfie später. Gab es da Punkte, wo es wirklich genervt hat? Sicher. die gibt es heute noch. Das andere war jetzt gelungen. Aber lernt man da mit der Zeit besser? Das ist spannend. Also wenn du da so dazukommst, bin ich auch nicht so ganz entspannt da reingestartet. Mein erster Einsatz war gleich bei der WM, dann ist die super gelaufen und dann hat sie auf mich gestürzt. Mhm. Wie du vorher gesagt hast, das waren Jugendjahre erfolgreich, das hat man dann noch recherchiert und dann, ja, das ist der neue Superstar, die neue Magdalena hat sie immer geheißen. Mhm. Und ich kenne es jetzt mittlerweile ein bisschen von der anderen Seite, ich verdenke es kaum, das ist halt so ticken auch die Medien, aber ich habe mir immer gedacht, ich möchte erfolgreich sein in dem Sport. Meine große Leidenschaft ist Biathlon und eine erfolgreiche Sportlerin zu werden. Ich wollte nie berühmt werden oder so. Mhm. Und habe mir am Anfang oft gedacht, was mengen denn die alle von mir? Ich möchte einfach nur trainieren und da rennen laufen und gut sein. Aber klar, man lernt auch damit umzugehen. Und da muss man halt ein bisschen reinwachsen. Im Endeffekt ist das auch viel so Learning by Doing. Da kriegst du keine große Schulung oder irgendwas. Das ist einfach, mach mal. Mhm. Und dann funktioniert das ganz gut. Es sind natürlich auch zwei Seiten. Durch das, dass Biathlon so bekannt ist, hat es sehr viele positive Seiten. Das weiß ich auch sehr zu schätzen. Aber natürlich ist es manchmal auch anstrengend, wenn man beim Einkaufen ist oder im Malle beim Rennradl fahren, beim Trainingslager und dann, Dahlmeier, geh her, Foto. Irgendwann ist dir das auch zu viel. Ja. Und das hast du dann aber mal gesagt, jetzt ist gut, oder? Oder ist man da so freundlich und anständig und macht wirklich alles mit, weil man einfach ein netter Mensch ist? Ich beschreibe es ja ganz nett im Buch. Ich glaube, der Ton macht die Musik. Also wenn ich gut drauf bin und ich bin entspannt und jemand fragt nicht, dann mache ich das wirklich gern. Mhm. Wer mich kennt, weiß, dass man meistens ein bisschen pressiert. Und wenn dann, nochmal ein Foto und nochmal, dann sage ich schon einmal, es passt nicht, oder? Ja. Wenn du beim Essen bist, dann sagt natürlich die Person, ich habe die einmalige Chance und ich denke mir, jetzt bin ich gerade beim Essen, muss das jetzt sein. Ja. Und das ist halt, für einen anderen ist das jetzt die einmalige Gelegenheit und für mich ist es halt schon öfter einfach so. Gell? Mhm. Und gerade die Fans, so bei den Weltcup-Veranstaltungen, klar, die stehen da stundenlang und stehen sich die Haxen im Bauch, aber für dich als Athlet ist es da einfach auch wichtig, super schnell sie umzuziehen, zum Regenerieren. Du musst den nächsten Tag wieder rennen laufen und da fragt keiner, wie viele Autogramme hast du geschrieben, sondern was ist mit der los? Jetzt ist sie da auf einmal schlecht. Und das ist nicht ganz einfach, weil du musst an die Leute vorbeigehen, du musst die Augen zumachen, musst am Boden runterschauen und sagen, ich sehe euch nicht, weil ich muss jetzt auf mich schauen. Und das ist nicht einfach. Wenn da jeder von außen blärt und natürlich darfst du gern und dann fangst du an, nur noch bei mir. Und das musst du aber auch lernen. Noch nicht einfach ist ein Kapitel, was du auch schön beschreibst in deinem Buch, nämlich wie nervig die Dopingkontrollen sein können. vor allem, dass man ja eigentlich immer parat sein muss. Das heißt, du hast wirklich, wenn du jetzt abends was vorgehabt hast, das bekannt geben müssen, ich bin heute Abend da und da. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Also das stelle ich mir furchtbar vor. Ja, das funktioniert so. Du gibst eigentlich 3 Monate im Voraus an, was du tust. Also ich konnte es nicht 3 Monate im Voraus. Darum habe ich so Standard immer geschrieben daheim. und die dürfen die halt zwischen 6 in der Früh und 11 auf die Nacht kontrollieren. Und da musst du immer angeben, wo du bist. Und kannst über Handy, über so eine App das schon steuern und kannst das halt reinschreiben. Ich weiß, wir haben da herum einmal so European Auto Film Tour gehabt, Festival war ich da, habe ich das schön eingetragen, Kongresshaus, Garmisch hier von 6 bis 8, 8 bis 10, keine Ahnung. Ja, und dann stehen die aber auch da. Also haben sie mich aus dem Saal schon rausgezogen und dann machst du da Dopingkontrolle. Und das Schlimme ist, dann gehst du danach fort und dann, jetzt habe ich mich nicht abgemeldet oder nicht angemeldet. Und da die das aber auch wissen, können wir die halt meistens in der Früh
Also ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben geweckt worden bin durch eine Klingel und Dopingkontrolle steht da und dann gehe ich mit dir aufs Klo und dann nehmen wir es dann noch Blut ab und dann warst du gerade 5 Minuten da vorne, dann sind mit dir noch frühstücken und sitzen rum und ach, das ist schon zermürbend und du gibst halt immer an, wo du bist. Blöd war das beim Bergsteigen, also ich habe ja öfter mal angegeben, Jubiläumsgrad. Ich dachte, da können wir sie nicht. Ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass da niemand kontrolliert, gell? Aber ja, weil wenn sie einen Verdacht haben, dann werden sie die da vielleicht auch noch abpassen, keine Ahnung. Also ich finde, das ist absolut wichtig und ich stehe total für einen sauberen Sport und mir fällt selber nichts Besseres ein. Wir haben oft hin und her überlegt, was kann man denn anders machen? Aber für Sportler ist es schon echt nervig, dass du immer alles angeben musst. Und wenn du da halt einen Fehler machst und die sind da, ja, dann ist es richtig blöd. Ja. Also dann hast du einen Misstest und du kannst gesperrt werden, obwohl du eigentlich, ja, du hast dich halt falsch abgemeldet. Es ist einfach deine Pflicht als Sportler und jeder schaut drauf und eigentlich wartet da jeder von außen nur drauf, dass du irgendwann einmal einen Fehler machst. Dann warst du wahnsinnig erfolgreich. Wir sind alle gebannt vorm Fernseher gehockt und haben, also ich habe wahrscheinlich jedes Biathlonrennen von dir angeschaut, meine Frau weiß ein Lied davon zu singen. Und hast dann mit relativ jungen Jahren, mit 25 glaube ich, gesagt, ich höre auf. Und ich glaube, ganz viele haben das überraschend gut verstanden, weil du immer so klar warst. Und da haben wir gesagt, die Lara, ja, das ist völlig richtig, dass die das macht. Das ist zwar für uns als Zuschauer total schade, aber ich glaube, da haben dir ganz vielen insgeheim recht gegeben und gesagt, genau, richtig gemacht. War das ein schleichender Prozess, dieser Entschluss, oder war das ein bestimmter Moment, wo du gesagt hast, jetzt ist gut? Das waren schon ein bisschen mehrere Punkte. Ich habe für mich selber schon immer gewusst, mir macht Biathlon unheimlich viel Spaß, aber ich mag das nicht ewig machen. Ich mag irgendwie auch nochmal was anderes sehen und erleben. So Ole Einar Bjørndal, der bis über 40 Biathlon gemacht hat, haben wir gedacht, nein, so möchte ich es glaube ich nicht machen. Und für mich ein einschneidendes Erlebnis waren definitiv die Olympischen Spiele 2018, wo ich beim allerersten Rennen, bei dem Sprintrennen, gewusst habe, das war das perfekte Rennen. Die Bedingungen waren echt schwierig, auch im Vorfeld war es nicht einfach und es war windig, ich habe alle 10 Schuss getroffen. Mit dem Skimaterial haben wir erst noch Probleme gehabt, das hat auch noch geklappt und ich habe das Rennen gewinnen dürfen, habe Olympiasiegerin werden dürfen, genau das, was ich mir immer erträumt habe, was mein großes Ziel war. Ich habe gewusst, ich kann es nicht besser und wenn ich es nicht besser kann, kann ich den Erfolg halt maximal bestätigen. Aber eigentlich kann ich ja nur verlieren. Und als ich von Pyeongchang heimgeflogen bin und so ein bisschen diese düstere Stimmung von dem Drumherum noch im Kopf gehabt habe, weil die Rennen waren ganz anders, wie man es jetzt von uns kennt, von den Heimweltcups mit vielen Fans und Zuschauern und schöner Wetter und Berg. Das war jetzt da alles das Gegenteil eigentlich. Und habe mir gedacht, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, aber ich glaube, ich brauche das Erlebnis Olympia nicht nochmal. Es war schön, aber ich bin zufrieden. Ich brauche es nicht nochmal. Also werde ich sicherlich keine 4 Jahre mehr machen. Und dann ist dazu gekommen, dass wir einen Trainerwechsel gehabt haben. Das habe ich spannend gefunden. Darum wollte ich unbedingt nochmal mindestens 1 Jahr machen. Habe mich dann im Sommer ein bisschen blöd verletzt und war dann da voll krank und bin auch nicht mehr so richtig fit geworden. Das hat sich recht lang gezogen. Habe es dann geschafft zur WM 2019, nochmal 2 Medaillen zum Gewinner und habe aber schon die Zeichen für mich erkannt, dass das jetzt vielleicht auch gut sein soll. Und habe dann entschieden, so während der Saison, peu à peu, dass das alles gut ist und dass ich mit 25 aufhören möchte. Und hast du dann sofort gewusst, wie es weitergehen soll? Oder hast du erst einmal irgendwie Sabbat, halbes Jahr genommen? Du bist, glaube ich, ja, ich weiß nicht, was in dem Jahr war, aber dann irgendwann mal auf die Alm gegangen für einen Monat, ganz allein. Das war wahrscheinlich später ein bisschen, gell? Das war davor, um die Entscheidung zu treffen. Das war nach dem Olympiawinter 2018. Da war natürlich der Trubel immens. Also klar, der Olympiasieg, das ist nochmal wie durch die Decken gegangen. Da hat die, also gefühlt hat mich da wirklich dann jeder kennt und es war mir echt zu früh und darum habe ich mir eine Auszeit gegönnt, das Handy ausgeschalten, bin auf eine Hütte gegangen, gar nicht so weit von daheim weg, aber trotzdem so, dass ich keinen triff. Und habe gespannt, das macht mir einfach Spaß, mich draußen zu bewegen. Ich habe, glaube ich, in dem Monat mehr trainiert, wie die daheim im Training. Aber einfach, weil ich Lust gehabt habe drauf. Und habe dann gespannt, okay, Sport macht mir Spaß und ich möchte nochmal weitermachen. Und um die Entscheidung zu treffen, habe ich mich zurückziehen müssen. Und warst du dann gleich klar, wie das aussehen soll die nächsten Jahre? Oder ist das auch so fließend übergegangen, dass du ja automatisch in die Berge immer unterwegs warst? Ich habe mich erst mal gefreut.
keine Termine zu haben, keinen Druck, kein Anti-Doping-System. Ich bin ein paar Mal zusammengezuckt, wo wir in der Früh in die Dolomiten gefahren sind. Ah, ich habe mich nicht abgemeldet. Ah, nein, alles gut, muss ja nicht mehr. habe das genossen. Wir wollten eigentlich auf Pakistan auf eine Expedition fahren damals. Wir haben blöderweise kein Visum gekriegt. Und darum habe ich dann spontan bei dem Zugspitz-Ultralauf mitgemacht. Habe mich da eigentlich per Zufall dann qualifiziert. Genau, für die Berglauf-WM in Südamerika. Was echt ein spannendes Erlebnis war, in zwei verschiedenen Disziplinen, Sommersport und Wintersport, im gleichen Jahr bei einer Weltmeisterschaft starten zu können. Und, machen sonst nur Bobfahrer. Quasi, ich sollte nur Bobfahren anfangen. Wäre Möglichkeit. Sprint nicht langsam. Und ja, also ich bin halt viel gereist. Wir waren im Iran. Das war echt ein richtig cooles Erlebnis da auf Ski-Expedition. Wir waren 4 Wochen in die Alpen unterwegs, haben da echt eine richtig coole Bergtouren, Klettertouren machen können. Berichte ich auch ein bisschen im Buch davon. Coole Erlebnisse. Und ich habe es echt genossen, einfach einmal nichts zum Tor. Und habe dann aber schon gewusst, ich möchte jetzt nicht ein Leben lang einfach nur die ehemalige Biathletin sein, sondern ich möchte irgendwie mal was lernen und dann mal einen Beruf erlernen in dem Sinn. Gelingt dir sehr gut. wie du schon sagst, du warst im Iran, dann warst du in Südamerika, dann warst du irgendwo in Kaukasien. Das muss ja alles vorbereitet werden. Also das, man kommt nicht einfach so drauf. Wie, nach welchen Kriterien wählst du deine Ziele aus? Und das sind auch oft ganz verschiedene Kameraden, mit denen du auf den Berg gehst. Wie kann man sich das in der Vorbereitung vorstellen, sowas? Bei den Projekten ist es eigentlich meistens so, dass ich zufällig drauf stoße, dass man mal ein Beutel sieht von einem Berg, von einer Expedition hört, vielleicht ein Buch drüber liest und sagt, Mensch, das reizt mich, das finde ich cool. Oder die fragt da jemand und sagt, Mensch, er hat die und die Idee für das Projekt, hast Zeit, kommst mit. Beim Biathlon ist dann meistens so, ah, ist cool, aber ich habe keine Zeit. Und jetzt ist schon öfter so, ja, ich habe Zeit, kann ich mal so einteilen. Viele Sachen kennt man spontan, beziehungsweise sind irgendwo so im Hinterkopf und auf einmal ploppt die Idee auf und dann setzen wir das um. Und manche Sachen sind auch ganz fix, zum Beispiel über Ostern ist klar, da fahre ich immer so mit Schlierseher, also mit Peter Schlickenrieder und seine Leute auf Skitourenreise. Da waren wir damals eben auch im Iran. Wir waren früh schon in die Westalpen, in die Ostalpen, waren schon zweimal so am Tonale-Pass da in die Richtung. Und machen eigentlich immer wieder ganz lustige Sachen. Und in dem Jahr wird es vermutlich in die Türkei gehen. Wo du im letzten Herbst auch schon warst, aber da kommen wir später noch dazu. In anderer Form, genau. Dann warst du im Yosemite Park, bist auch schon geklettert. Das ist ja auch ganz berühmt für die ganz speziellen Wände, die es da hat. Da muss man, man ist ja auch oft darauf angewiesen, das Wetter muss passen, die Temperatur muss passen. Also es hat auch viel mit Warten zu tun, oder? Dass man sich irgendwas vornimmt, aber es traut dann nicht so hin, wie man sich es vorstellt. Ich glaube, deswegen habe ich bis jetzt auch noch nie so eine wirkliche Expedition, so ganz hohe Berg gemacht, weil da muss man echt viel warten. Und das ist nicht ganz so meine Stärke. Entsprint nicht deinem Naturell. Nein, darum versuche ich eher so Reisen zu wählen, wo man einigermaßen flexibel ist. Und Yosemite ist also, das kann gut sein im April, besser wäre es aber im Herbst. Da war ich aber zu meiner aktiven Biathlon-Zeit und da hast du 4 Wochen Urlaub und das ist im April, da möchten eigentlich die Sponsoren immer noch was abzwacken. Also war ich immer sehr rigoros und habe gesagt, nein, das ist mein Urlaub und da möchte ich fortfahren. Und da war ich damals eben im Bäder zusammen im Yosemite und haben es erst super gehabt vom Wetter, dann hat es uns aber mal eingeschneit und dann war es echt so warten, abwarten, rausfahren aus dem Tal und hoffen, dass es unbedingt noch mal ausgeht. Wir haben dann ein kurzes Wetterfenster gehabt, das haben wir genutzt, wir haben es geschafft, wir sind die Salatee da geklettert. Durch die 1000 Meter hohe Wand, haben zusammen in der Wand bivakiert und ist sie alles ausgegangen. Wir sind abgestiegen und am nächsten Tag in der Früh hat dann auch wieder zum Schneien angefangen. Wahnsinn, Wahnsinn. Dann warst du mit den Huberburm, die kennen ja auch manche sicher. Das sind, wie kann man sie beschreiben, Extremkletterer nicht, aber die machen, glaube ich, auch ganz viele freie Touren, gell, die Huberburm, oder? Auch, die machen eigentlich alles, genau. Also auf jeden Fall auf einem sehr hohen Level, mit denen bist du im Mont Blanc dann gestiegen. Wie ist das? Man muss sich ja irgendwie einleveln mit solchen, sagen wir, Top-Profis. Wie geht man da ran? Das war ein Projekt, das ist im Endeffekt von Adidas so ein bisschen initiiert worden, United by Summits, also
ja, vereint durch die Gipfel. Und die haben mir vorgeschlagen, Mensch, Laura, du kannst ein Projekt machen zusammen mit den Huberbuben, wir würden es filmisch begleiten, du darfst da raussuchen, was du möchtest. Es muss dich halt motivieren, irgendwas, was du sonst vielleicht nicht schaffst, aber so als Dreierteam, was du erreichen kannst. Und ich war echt baff und habe mir gedacht, mach, richtig cool, und da müssen wir irgendwas was Gutes starten. Und es war nicht so einfach, ein gutes Ziel zu definieren, weil die Verhältnisse nicht ganz so gut waren. Es war vor 2 Jahren im Sommer. Und wir haben hin und her überlegt, sie wollten dann was Schweres klettern. Da habe ich gesagt, was macht jetzt da mit mir? So schwer kletter ich nicht. Wie schaut das aus im Film, wenn ich noch hinten nachsteige und nirgends raufkomme? Und die Sachen, die ich vorgeschlagen habe, haben sie gesagt, nein, das ist ja nur zu Fuß gehen und so viel kann die, das geht nicht. Sie mögen ja schwer klettern. Und dann haben wir eigentlich ein cooles Ziel gefunden, an der Südseite von Mont Blanc, höchster Berg der Alpen, 4800 Meter hoch, Maturi, sehr selten gemacht wird, Bonington-Route auf dem Brouillard-Grat, es gibt eigentlich auch keine Topos, kaum Informationen, und das habe ich total reizend gefunden. Und vor allen Dingen halt, weil die sich damit auskennen, die haben Expeditionen gemacht nach Grönland und sonst wohin, die schauen mit dem Fernglasl in die Wand und sagen, ah, da ist ein Rüst, da kommen wir auf, das passt. Und ich habe gewusst, das ist eine lange Tour, mit denen schon 2 Tage nur zusteigen. Ich habe gesagt, kein Problem, ich kann das Seil tragen. Das wird lang für die Ausdauersachen, da bin ich fit, und wenn es schwer wird zum Klettern, nachher überlasse ich euch den Vortritt. Und so hat man sich dann da so eingegroovt. Super. Und hat es da irgendwelche brenzligen Situationen gegeben? Ich meine, gibt es wahrscheinlich oft. Gab es bei denen auch was, wo du sagst, da kommt man wirklich einmal ins Schwimmen und gar nicht so einfach alles? Ja, es waren schon immer wieder spannende Situationen, vor allen Dingen, wenn halt so ein Filmteam mit dabei ist. Also es waren echt richtig gute Aufnahmen, und sie haben einen Hubschrauber mit dabei gehabt, haben die Leute von oben eigentlich dann in die Tour mit dem Hubschrauber reingeflogen. Das war aber so steil, dass der noch nicht hier landen hat können, und mit Longline haben die irgendwie nicht fliegen dürfen auf der italienischen Seite. Also es war das schon alles spannend, und die Tour ist nicht eingerichtet. Also da war genau ein Bohrhackl auf der ganzen Tour, und das waren, glaube ich, knappe 1000 Meter oder so 800 Meter. Also ja, alles mit mobile Sicherungen, und echt, wir sind alle heilfroh, dass da nichts passiert ist und dass es gut geklappt hat. Und eigentlich die steile Kletterpassage war gar nicht so das Problem, sondern eher danach, da ist der Pfeiler, lehnt sich so ein bisschen zurück und es ist so ein Mixed-Gelände. Bis wir dann da waren, war es aber schon Nachmittag, und da wurde das Filmteam eigentlich mit, und das ist aber recht lose vom Gestein, also nicht so kompakt, nicht so fest, und wir haben zum Glück dann entschieden, dass das keinen Sinn macht, weil wir hätten uns gegenseitig nur die Steine auf den Kopf geworfen. Mhm. Und das war so schon echt heikel, dass er Thomas Huber angefangen hat, sie an die Klemmkeile hinaufzuziehen, weil es schwer war zum Freiklettern. Da haben wir gedacht, ja, Prostmahlzeit, wo sind wir jetzt? Klar nicht. Und da waren eigentlich die Hauptschwierigkeiten vorbei. Mhm. Und da haben wir dann schon zu dritt echt ein bisschen zum Kämpfen gehabt, dass wir da auch vorwärts kommen. Der Schnee war recht weich, und ich habe schon irgendwann auf die Uhr geschaut, angefangen zum Rechnen. Wir haben dann keinen Kontakt mehr gehabt zu den Filmleuten, weil kein Handynetz mehr war, die sind dann da mit der Drohne ein bisschen umeinander geflogen. Ich habe mir gedacht, wenn es jetzt auf die Nacht wird, wir haben kein Biwakzeug dabei gehabt, der Alexander hat gemeint, ja, dann sitzen wir uns halt hier, kein Problem. wir haben da Gas gegeben und sind oben rausgekommen, und wir haben davor besprochen, so Drehbuch, wie wäre es perfekt, ja, wenn es beim Sonnenuntergang am Gipfel seid, euch in die Arme liegt, so hatten sie die das vorstellen, Produktionsfirma aus Amerika, so haben die das geplant. Hollywood. Ja. Und sowas. Mhm. Super. Schön. Macht das auch einen Teil des Reizes aus, wenn du in so fernen Ländern oder Gipfeln bist, dass die keiner kennt, oder ist es in dem Moment völlig wurscht? Ich glaube, das Schöne ist am Berg, dass da halt jeder Mensch gleich ist. Und das genau das jetzt zahlt. Also da ist egal, was habe ich vorgestern gemacht, was habe ich morgen vor, wie viel Geld habe ich auf dem Konto oder was macht mir sonst Spaß, sondern da zahlt halt das Commitment, was bin ich bereit jetzt zum Geben für das Team, für die Gesellschaft, für die Tour, und dass ich ja jetzt einfach da mit vollem Verstand und Einsatz einfach mit dabei bin. Und wenn man das dann geschafft hat, so ein eigentlich unüberwindbares Hindernis, und sagt, okay, jetzt stehe ich da drum auf dem Gipfel und ich hätte es mir davor nicht vorstellen können. Und ja, das feiert, das ist, sind so die ganz besonderen Momente, und das genieße ich auch so am Berg. Das ist ja was in dem Buch sehr gut rauskommt, dass du dir ein Ziel setzt und das wirst du erreichen.
Und da kommst du gerne auch auf mal ganz kleinen Wegen immer hin. Also so mittelste kleine Etappen, um das große Ziel zu erreichen. Das schilderst du da super. Und es ist natürlich schon auch sehr stark kletterlastig, das Buch. Es wird nicht jeder wissen, was ein Bohrhackel ist, hast du gerade gesagt. Also ich habe es jetzt nicht gewusst. Aber man versteht es trotzdem sehr, sehr gut. Und vor allem, was dich eben so antreibt. Das finde ich, das beschreibst du da wunderbar. Auch wenn man jetzt kein Kletterspezialist ist. Wie ist denn das, wenn du am Berg bist? Wie fühlt sich das an? Das ist ja was völlig anderes als Biathlon. Also das ist ja rein von der Sportart schon, von der Belastung was komplett anderes. Vielleicht kannst du das versuchen irgendwie zu beschreiben. Im Vergleich zum Biathlon ja, oder an sich? An beides. Für mich ist das Bergsteigen viel freier. Also ich bin frei in dem, dass ich sage, was suche ich mir auf einen Gipfel raus, fahre Tour. Auch währenddessen kann ich die Tour immer wieder anpassen. Und ich weiß aber, es sind andere Gefahren, es ist ein anderes Risiko am Berg. Und wenn ich mich für so eine Tour entscheide, wie gesagt, ich mache ganz gerne ein bisschen Abenteuertouren, jetzt nicht immer so die ganz ausgetretenen Pfade, da muss man sich schon auch bewusst sein, was bedeutet das, wenn was schief läuft. Oder ja, wenn du ohne Seil unterwegs bist und du steigst blöd hier und fällst die Felswand runter, dann hat das eine andere Konsequenz wie beim Biathlon, wenn ich halt unkonzentriert bin und ich schieße daneben, dann ja, bist du halt am Platz schlechter oder irgendwo im Mittelfeld. Aber es ist eine andere Konsequenz. Und das finde ich am Berg schon spannend, dass man sich da einfach so konzentrieren muss und fokussieren muss. Und wenn ich sage, das passt halt nicht, dann rucke ich aber auch nicht aus oder ich drehe wieder um oder ich mache eine andere Tour. Und das kann man nicht so larifari machen. Das finde ich sehr spannend am Bergsport. Auf der anderen Seite gibt es natürlich da auch ganz viele verschiedene Facetten. Also ich kann Sportklettern gehen, da ist das Risiko sehr gering. Das ist alles super mit den Bohrhaken abgesichert, die soliden Fixpunkte in der Wand. ich kann sagen, ich spule mich einfach mit den Ski im Tiefschnee. Ja, ich kann aber sagen, ich möchte irgendeine Abenteuertour machen, wo ich irgendwie 1000 Meter Wand aufkletter und zwar mit Biwak hier. Also das ist einfach sehr breit gefächert und von dem her sehr frei. Ich betreibe aber den Bergsport oder den Alpinismus auch nicht auf dem Level, wie ich Biathlon gemacht habe. Da habe ich einfach viele Jahre genau auf das eine Ziel hingearbeitet, dass ich da ganz oben ankomme und habe alles dafür gegeben und versucht, alles dafür einzusetzen. Und es war natürlich von der Intensität her mit nichts zu übertreffen. Und das weiß ich auch, da wird nichts mehr da hinkommen. Wenn du einfach ein Leben lang da hier arbeitest und dann sagst du, okay, jetzt bin ich 24 und darf da ganz oben stehen bei Olympia, das ist einfach, besser geht's nicht. Und wir fragen dann auch früh, ob ich jetzt so also Vollgas beim Klettern durchstarte. Also genau, ich werde kein Profi-Kletterer mehr und ich möchte es auch gar nicht. Ich möchte nicht wieder mein Leben genau nur nach einer Sportart ausrichten und nur das machen. Ich finde es schön, dass ich jetzt einfach so viele unterschiedliche Sachen machen kann und alle auf einem ganz guten Niveau. Ich habe da meinen Spaß und mir taugt es so. Aber ich möchte mich nicht nur auf das eine wieder fokussieren. Du hast aber auch schon in den letzten Jahren 3 Kameraden verloren am Berg, schreibst du in deinem Buch. Wie geht man damit um? Ja, ist schon schwierig. Gerade am Anfang, wenn du nicht so alt bist und mit deiner Kletterspitze, wo du ausruckst, dann merkst du, okay, ja, die kommen wir nicht mehr zurück von Natur. Das macht dir halt das Risiko bewusst. Ist, glaube ich, schon wichtig, das immer individuell zu beobachten und zu sagen, okay, was war jetzt auch der Grund dafür? Warum ist das passiert? Was kann ich selber daraus lernen? Und ich glaube, jeder geht ein bisschen anders damit um. Also ich habe ja, Bekannte, die sagen, nein, sie gehen jetzt nicht mehr so viel in den Berg oder möchten eben in dem Bergsport vielleicht auch andere Disziplinen machen, die sicherer sind. Und es gibt aber andere, die sagen, nein, mich zieht es genau da hin. Und das war jetzt auch nicht richtig, damit aufzuhören, sondern es ist halt wichtig zu schauen, warum ist das passiert, zum Analysieren, aus den Fehlern zum Lernen. Aber die Leidenschaft ist einfach nur da und ich kann nicht damit aufhören. Und so ist bei mir im Endeffekt auch. Also das ist natürlich ein Verlust, mit dem man lernen muss, umzugehen. Aber war für mich auch keine Option, zu sagen, ich gehe nicht mehr in die Berge. Sicher nicht. Du hast auch in deinem Buch beschrieben, wie du spontane Sachen in der Heimat machst, die auch sehr lustig finde teilweise, die man vielleicht nicht nachmachen sollte. Hast du schon überlegt, nächsten Tag in der Früh radel ich nach Sirmione. Das hast du zum Beispiel, wann war das ungefähr? Da habe ich zum Studieren angefangen und es war nach der ersten Prüfungsphase, so im Sommer, quasi 2020. Bist du mal schnell am nächsten Tag nach Sirmione? Wie weit ist Sirmione? Unten am Gardasee?
Ja, ich bin dann nur übers Tümmelsjoch gefahren, weil ich mag ja die Berge so gern. Ist klar, nein, das ist dann, ist ja klar, weil gerade wäre ja langweilig. Genau, das Flachfahren ist nichts. Ich glaube, es waren 360 Kilometer oder so. Wir waren am Vorabend noch in München und haben noch was getrunken auf die Prüfungen. Und eine Bekannte von mir hat dann gesagt, ja, sie fahren dann an Gardasee. Und da sage ich, ja, an Gardasee. Mhm. Ja, ob wir uns auf die Nacht zum Spritztrinken treffen. Ja, und dann habe ich gesagt, gut, ich fahre mit dem Radl. Ach so. Ja, hat geklappt. Aber du bist dann nicht mehr am selben Tag zurückgeradelt. Nein, zum Glück haben wir da eine Ferienwohnung und ich habe mich dann erstmal hingelegt und die Füße raufgelegt. Dann hast du nur eine ganz spezielle Idee gehabt, dann bist du nämlich mit am Spätzl alle vier Wege zur Zugspitze auf und runter an einem Tag. Ist das richtig? Ja, das war so eine von den ersten größeren Berglaufaktionen. Okay, das heißt, wo bist du genau gegangen, gelaufen, gekupft, gefahren? Ja, das war die Idee vom Xari, dass er gesagt hat, es gibt ja die vier Hauptwege, also machen wir dieses Zugspitz Quattro, wie wir es getauft haben. Wir sind ja zu viert gestartet, zu dritt angekommen. in der Früh ganz klassisch über das Höllertal und Zugspitz rauf, da natürlich auch schon ein paar Leute noch überholt. Dann sind wir über das Gatterl runter nach Ehrwald, durch den Ort und dann über die Wiener Neustädter Hütten wieder rauf, wo die Buben dann eine Masse Spezi getrunken haben. Unvorstellbar, wie man da weiterlaufen kann. Und dann waren wir wieder am Zugspitzgipfel und dann haben wir die getroffen, die wir in der Früh im Höller da überholt haben. Die haben dann auch ein bisschen blöd geschaut. Und dann sind wir übers Rheintal wieder zurück. Ganz entspannt. Nein, an der Bockhütten haben wir dann was getrunken, einen Radler getrunken und sind da so an der Bank gelernt und da haben wir gedacht, wow, jetzt bis ein Skistadion raus. Das war dann anstrengend. Und dann habt ihr noch was völlig Verrücktes gemacht. Ich glaube, im Winter ist es gewesen, dass ihr von der Zugspitze runter Richtung Höllentalklamm abgefahren seid oder den Plan hattet. Was ist dann passiert? Ja, das ist eben das, was man vielleicht nicht so unbedingt nachmachen sollte. Genau. Wir haben da so eine ganz coole Idee gehabt, dass wir Skibefahrung im Endeffekt vom Jubiläumsgrat machen, nordseitig runter Richtung Höllentalklamm und das war schon spannend und abenteuerlich, wie man da runterkommt, mit Abseilen ohne hin und her, aber die richtige Rinne, dass wir das alles finden und das ist sie perfekt ausgegangen. Wir haben selber kaum glauben können und da waren wir unten und ja, wie kommt man denn dann eigentlich wieder zurück? Klar, im Sommer gehst du über die Höllentalklamm raus, aber im Winter ist ja da alles abmontiert und dann waren so Spuren über Knappenhäuser, dann hatte ich gedacht, da könnte man wieder aufsteigen. Nein, also bergauf geht man jetzt nicht mehr. War dann die Aussage vom Bertl und dann haben wir versucht, da über Klamm rauszukommen. In dem Winter hat es extrem viel Schnee gehabt und da hat es so Lawine runtergeschoben. Da haben wir viel mit den Ski fahren können und irgendwann ist es nicht mehr weitergegangen. Und wie das dann so abenteuerlich durch die Tunnel dahingegangen ist, könnt ihr im Buch nachlesen, das ist nichts zum Verzeihen. Ja, nicht nachmachen, sagen wir immer. Genau. Wir kommen jetzt zum Impro-Teil des heutigen Abends. Und zwar haben die Gäste die Gelegenheit gehabt, ein paar Fragen aufzuschreiben. Jetzt brauchen wir mal ein bisschen ein anderes Licht. Bitte, Jakob. Ich hole ich einmal schnell diese Box mit den Fragen. Ich hoffe, es sind ein paar drin. Sehr gut, wunderbar. Jetzt hocken wir uns mal der Fiere, Laura, auf die, wir machen jetzt einen kurzen Position, wir machen eine kleine Inszenierung. Im Theater muss der Dicke immer außen sitzen, deswegen darfst du da sitzen. Aha. Ist gar nicht so viel, da haben wir ein bisschen gespart. Was war deine anstrengendste Bergtour? Puh. Am Freitag war es definitiv sehr anstrengend. Da haben wir erst Begehung im Karwendel gemacht und haben zu Fuß, ich weiß nicht, wie viele Kilometer wieder raustappen müssen und da habe ich ganz schön geflucht. Mit dem Schnee zu Fuß und bin immer sauber eingebrochen. Ich weiß nicht, ob es die anstrengendste Tour war, aber zumindest in letzter Zeit. Das war jetzt die letzte, immer die anstrengendste möglicherweise, gell? Die ist noch am besten im Kopf und sonst vergisst man ja die negativen Sachen. Der Karl hat eine Frage. Grüß dich, Laura. Hast du deine Siegerski selber gewechselt? Zum Glück nicht, sonst wären es keine Siegerski geworden. Aber du könntest das theoretisch. Nein. Nicht? Also ich kann sie so wechseln, dass das für normal reicht.
zum Skifahren und zum Trainieren. Das klappt, aber wirkliche Profi-Ski, da gibt es Serviceleute und es ist ein richtig harter Job da, die auszutesten, das richtige Wachs zu finden, die Abstimmung mit dem Schliff, mit der Struktur, mit den Flurwachse. Gibt es mittlerweile auch Profis. Sagt man da auch mal, wenn man unzufrieden ist, deutliche Worte oder ist das immer alles sehr auf einem verständnisvollen Level? Es darf schon einmal laut werden, aber es wird schon sachlich bleiben und vor allen Dingen sollte das hinter der Kamera passieren und nicht vor der Kamera und das ist schon immer mal wieder so eine spannende Phase, weil ab und zu rutscht es dem Athleten schon raus, dass er sagt, die scheiß Ski sind nicht gegangen und das gibt dann schon einmal Ärger. Ja, man hat eine gute Ausrede vor allem, wenn man sagt, heute war man schlecht drauf, aber Ski ist schuld. Ja, aber es blöd, wenn dann die andere Kameradin gewinnt und sagt, bei mir war er gut. Das stimmt, genau. Eine interessante Frage, was machst du außer Sport gerne? Kaffee trinken. Aber nur einen guten. Das ist sehr gut, das ist wunderbar. Essen, kochen, sowas vielleicht? Essen gern, kochen ist zeitlich schwierig oft. Okay, was isst du ganz gern? Gibt es etwas Spezielles in der Richtung, was du gern isst? Wenn die Oma kocht, ist meistens gut. Ah, okay, gut. Wo wohnt die Oma? Das würde ich mir aufheben für den Schluss, das ist eine gute Frage. Die anderen nicht gut, oder was? Nein, das ist eine gute Frage für den Schluss. Also. Welche sportlichen Ziele hat Laura noch im Leben? Was ist ihr Traumprojekt sportlich? Ich möchte ganz gern auf Expedition fahren und auf 7000er gehen. Da hat man ja schon mal so grob was im Kopf. Finde ich spannend. Einmal höhere Berg auszuprobieren, zum Schauen, wie das so funktioniert. Und dann gibt es natürlich auch bei uns so in die Westalpen nur einige richtig coole Ziele, die aber meistens sehr verhältnisabhängig sind, was es halt schwierig macht, das echt zu planen. Und was für 7000er hast du im Kopf? Ich meine, wir sind ja unter uns. Kannst du uns verzeihen? Das beschreibe ich eben im Buch, dass ich gern danach drüber rede, wenn ich das gemacht habe und nicht so arg davor schon immer. Schade. Nein, kannst mir nicht entlocken. So, was haben wir denn da noch? Wie sind Sie zum Biathlon gekommen? Haben wir vorhin schon ein bisschen geklärt. Haben wir schon. Wie hat das Essen heute bei mir in Bayern geschmeckt? Du warst gut. Nämlich heute bei mir in Bayern, beim BR. Genau. Was hat es gegeben? Einen asiatischen Blumenkohl. Und ich habe mir gedacht, also Blumenkohl. Oh Gott. Die haben mich davor gefragt, ob ich alles isst. Sag ich, ja, bis auf Meeresfrüchte. Sagen sie, nein, die haben sie nicht bei mir in Bayern. Sag ich, gut, dann passt's. Dann hat es Blumenkohl gegeben, haben wir gedacht, naja. Aber der hat der verdammt gut gemacht. Mhm. Ja, mit so Hollandaise-Sauce und so Zitronenzeug. Und also wirklich, ja. Super. War sehr gut. Hätte ich nicht erwartet. Kannst du mal der Oma vorschlagen? Gibt sicher Rezept im Internet. Gut, was sind die Pläne für die Zukunft? Da kämen wir eh noch dazu. Das machen wir gleich. Das finde ich eine ganz interessante Frage hier zum Schluss von diesem Abschnitt. Laura, wo siehst du dich in 5 Jahren? Gesund, fit und zufrieden in die Berge. Das war jetzt ein bisschen wenig. Wenig? Nein, wenn ich es mir aussuchen kann, dann genau so. Aktuell habe ich ganz viele unterschiedliche Projekte, reden wir vielleicht dann auch noch drüber, was ich alles so mache, aber mir taugt das gut so, mir macht es viel Spaß, einfach verschiedene Sachen zum singen und ich weiß aber am liebsten, bin ich einfach in die Berge und mache ich was aktiv. Und das sehe ich mir in der Zukunft. Gut. Danke für hier. Dann gehen wir wieder auf unser Plätzchen zurück. Wir haben ja schon ein bisschen die Zukunft eingeläutet. Was ich ganz interessant finde, im Buch kommt es auch vor, neben deiner ganzen Kletterei bist du total gerne auf dem Radl unterwegs. Und letztes Jahr im Herbst, im September war es, glaube ich, hast du mal zufällig 3 Wochen Zeit gehabt und hast überlegt, was mache ich jetzt? Was hast du gemacht? Radl gefahren. Genau. Und zwar wohin? letztendlich bin ich in Istanbul rausgekommen. Genau. Hast du die Länder gezählt, durch die du gefahren bist? Ich habe es Zeit. 11? Richtig. Gut. Genau, 11. Also, und soweit ich es verstanden habe, radelst du dann los und du hast aber nicht groß planen, ich will da und da sein und da habe ich Hotel und da komme ich so unter, sondern du radelst einfach einmal los, oder? Ist das richtig? Ja, im Groben schon. Also das war so, ich war im Sommer super viel Bergsteigen, ich war bei der Bergführerausbildung. Das hat mir getaugt, aber ich habe gewusst, das
ist schon auch irgendwann anstrengend und ich möchte irgendwie einfach Radl fahren, aufs Radl sitzen, schon was erleben, aber jetzt nicht jeden Tag irgendwie fürchten müssen und Wetter checken und ja, sondern einfach so dahin radeln. Und habe gewusst, ich habe 3 Wochen Zeit und habe dann überlegt, wie weit komme ich denn? Dann habe ich mir gedacht, ah, man kann ganz nach Italien runter, bis in den Süden. Und dann habe ich mir gedacht, ja, man kann es auch schaffen bis nach Istanbul. Mhm. Und das hat mich schon motiviert. Das war so irgendwie ein Abenteuer. Und ich habe es einmal bei Google Maps eingegeben und dann habe ich es bei Komoot eingegeben. Und dann habe ich geschaut, okay, ich möchte eigentlich irgendwie ans Meer. Das finde ich auch so ganz schön, mal nur ans Meer zu kommen. Dann habe ich gedacht, ich kann mit dem Radl ans Meer fahren und in Kroatien die Küste entlang. Und habe gesehen, das kann so funktionieren von der Route. Habe mir die Karten offline runtergeladen. Und das war es dann schon bald von der Planung her. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Also du musst ja ein bisschen was dabei haben an Klamotten, an Ausrüstung, falls was klar, kaputt geht. Das schon. Und du bist dann praktisch gefahren bis Nachmittag, bist in der Café, hast irgendjemand gefragt, weißt du was, wo ich unterkommen kann? Oder bist dann ins Internet, hast geschaut, wo es was gibt, oder? Also ich habe schon so überlegt, welche Route möchte ich wählen. Habt ihr ja, wie gesagt, dann über Komoot einmal geplant, dass ich weiß, von wie viel Kilometer sprechen wir denn da. Letztendlich sind es, glaube ich, 2700 geworden. Und habe halt überlegt, okay, welche Länder möchte ich denn eigentlich ganz gern sehen? Und dann überlege ich mir schon, wie weit komme ich denn an dem Tag? Also was ist so irgendwie in dem Umkreis von 150 bis 220 Kilometer? Was sind da für Orte? Wo kann man eventuell schlafen? Ich habe aber einen Schlafsack mit dabei gehabt und eine Isomatten. Eigentlich, weil ich Angst gehabt habe, dass es in Albanien keine Unterkünfte gibt. Aber dachte, zur Not kann ich draußen schlafen. Habe mir aber schon die meiste Zeit irgendwie Unterkünfte genommen. Das ist ja mittlerweile echt simpel. Mit dem Handy gehst auf Booking, schaust, was ist frei. Und habe da, ja, wie du sagst, oft beim Kaffee irgendwie am Nachmittag was ausgewählt. Habe einmal Like gefragt, was gibt es denn da? Kannst du was empfehlen? Und ist ja nett, da kommt man halt so in Kontakt. Und dann für den nächsten Tag wieder die nächste Tour geplant. Ich habe eine Kontaktfrau gehabt, die auch im Publikum ist. Der habe ich immer gesagt, wo ich bin, damit zumindest irgendjemand mal einen Standort weiß. Okay. Genau. Falls du verloren gehst. Ja, das ist schon ganz gut, wenn zumindest einer was weiß. Ich habe so eigentlich ganz spontan währenddessen auch entschieden, dass ich auf Instagram immer ein paar Stories teile, weil es irgendwie die Leute, glaube ich, auch interessiert hat. Und es war irgendwie eine nette Art und Weise, so zum Kommunizieren, was man den ganzen Tag erlebt. Weil ich ja doch allein geradelt bin. Also ich war die ganze Zeit allein unterwegs. Habe das aber immer einen Tag zeitverzögert gemacht, weil sonst kommst du ja unter dem Radl fahren, mag ich auch nicht die ganze Zeit da posten, sondern habe das einen Tag zurückgemacht. Und darum war es, glaube ich, ganz wichtig, dass irgendwie zumindest einer weiß, was ich so tue. Ja, sehr sinnvoll, ja. Du in deinem Buch kommst auch sehr gut raus, du gehst da mit sehr offenen Augen durch die Welt, du bist sehr naturverbunden. Nimmst du am Berg den Klimawandel wahr? Oder auch, wenn du jetzt Biathlon verfolgst und vor Ort bist, dass es natürlich auch sich was verändert. Wie nimmst du das wahr und wie gehst du da als Sportlerin damit um? Also ich glaube, wahrnehmen tut es fast jeder von uns, oder ich gehe davon aus, jeder nimmt es wahr, auf unterschiedliche Art und Weise. Ich glaube, am Berg nimmt man es noch deutlicher wahr, weil du sehr abhängig bist von Verhältnissen. Also es gibt viele Touren, wo du einfach gute Verhältnisse brauchst. Lange, stabile Phasen, wo du aber auch, ja, zum Beispiel Eis brauchst oder einfach sichere Verhältnisse. Und da macht sich der Klimawandel schon bemerkbar. Das, dass der Permafrost zurückgeht, Felsen werden brüchig. Es gibt ja Touren, die sind so gar nicht mehr vorhanden. Es gibt sehr große Felsstürze. Das führt dir das vor Augen. Wenn du im vergletscherten Gelände unterwegs bist, ist es extrem augenscheinlich, wie sie die Gletscher zurückziehen, wie sie weniger werden, wie im Sommer. Ja, viele Touren gar nicht mehr machbar sind, weil einfach pures Blankeis da ist. In einem Winter wie heuer sogar im Winter Blankeis da ist, wo es sind eigentlich sonst einfache Skitouren oder Skihochtouren gewesen und jetzt ist es Blankeis. Also ich glaube, das nimmst du als Bergsteiger sehr eindrücklich wahr. Im Winter nimmt es von uns, denke ich, auch jeder wahr, wenn man draußen schaut. Und es hat jetzt im Februar zum Glück einmal ein bisschen geschneit, aber der sonstige Winter war einfach auch nicht so, wie man sich das vorstellt oder vielleicht auch von früher erkannt hat. Und ich glaube, die Sportler nehmen das auch sehr deutlich wahr. Die Skisportler, gerade auch beim Biathlon, ich war bei der WM ja in Oberhof, da war das natürlich ein sehr großes Thema, was der mal mit dem Schnee, wie geht das weiter, wo ist die Zukunft? Ich finde, manchmal wirst du da als Wintersportler so ein bisschen als Buhmann hingestellt, du bist schuld an der Klimaveränderung, aber ich glaube, wir alle sind schuld und nicht nur der Wintersportler.
Ganz im Gegenteil, ich sage, der ist vielleicht ein bisschen das Opfer, weil das ist eigentlich der, der gern draußen in der Natur ist und den Winter gern mag und den Skisport und den Schneesport gern mag. Und der Schnee ist halt irgendwann nicht mehr da und es ist nicht mehr möglich, so Wintersport zu betreiben. Und da gilt es halt einfach irgendwie, gute Lösungen, innovative Lösungen für die Zukunft zu finden. So sagt, wir können den Klimawandel möglichst stoppen, die Klimaziele erreichen und zumindest verhindern, dass das immer weiter fortschreitet, zumindest nicht in dem rasanten Tempo. Glaubst du, dass man, wenn man in den Bergen lebt, da noch ein sensibleres Bewusstsein dafür hat, als wenn man jetzt irgendwo in der Stadt oder auf dem Land lebt, weil man die Natur so nah hat und so, und man vielleicht auch ein bisschen demütiger gegenüber der Natur ist? Ich denke, den Leuten am Meer geht es vielleicht ganz ähnlich, weil der Mensch so klar ist. Also ich würde es vermuten, dass es fast so ist, dass wenn man die Natur so präsent vor sich hat, dass man dann da noch sensibler damit ist. Also denke ich auch. Also wenn du irgendwie auf dem Land lebst, das ist, glaube ich, was anderes wie in der Stadt, wenn es in der Früh im Finstern in die U-Bahn einsteigst und auf die Nacht im Finstern wieder da rauskommst und siehst eh bloß heiser oder grau, wird dir das nicht so bewusst wie draußen auf dem Land oder je nachdem, was man arbeitet, was man den ganzen Tag so macht. Wenn du draußen bist, nimmst du das anders wahr, aber in Norddeutschland nimmt man vielleicht auch Dürreperioden noch deutlicher wahr wie bei uns, wenn du einfach davon abhängig bist. Aber ich glaube, die Menschheit an sich, da musst du schon die Augen verschließen, wenn du das jetzt nicht wahrnehmen möchtest. Also ich habe das Gefühl, jeder halt so auf seine Art und Weise, aber wahrnehmen der wir es eigentlich alle, wenn wir mingen. Das ist ja immer, wenn man im Berg unterwegs ist, ist glaube ich auch sehr ambivalent, dass man eben sagt, einerseits trägt man auch ein bisschen dazu bei, dass das so wird, andererseits will man ja die Natur genießen und Leute deutet ja auch darauf hin, dass die Natur so schön ist. Also ich glaube, das ist eine sehr zwiegespaltene Rolle, die man da einnimmt. Absolut, also wir haben uns auch lange überlegt, wie wir das thematisieren beim Buch, weil es ist mir schon ein Anliegen. Aber ich habe einmal gesagt, ich kann mich nicht als Klimaschützerin darstellen. Ich bin genauso mit schuld. Ich liebe den Bergsport und wir fahren auch in die Dolomiten, wir fahren auch mit dem Auto in die Dolomiten und ich radel nicht jedes Mal für eine Klettertour da hier. Also bin ich vielleicht sogar mehr schuld, auch durch meine Vergangenheit, durch den Leistungssport. Du fliegst kreuz und quer durch die Weltgeschichte, wenn einer sagt, ja, er macht halt vielleicht alle zwei Jahre mal Urlaub auf Mali und fliegt da hier und ansonsten nutzt er nur öffentlichen Verkehr, dann verbraucht er vielleicht viel weniger. Und darum ist es schon schwierig zu sagen, irgendwie liebt man die Berge und die Natur und merkt die Veränderungen stärker, aber man ist vielleicht auch mehrer daran schuld, dass die Veränderung so eintritt. Also es ist schwierig, glaube ich, da so eindeutig Stellung zu beziehen. Für mich ist einfach wichtig, ich sehe die Veränderung und ich versuche im Rahmen des Möglichen immer kleine Schritte zu machen, zu sagen, okay, was kann ich wirklich aktiv bewirken? Aber so die Lösung habe ich auch nicht. Und darum, glaube ich, ist es, ja, wie gesagt, kein einfaches Thema. Es bringt aber auch nichts, immer nur mit dem Finger auf die anderen zu sagen. Absolut. Da hat es beim Skiverband natürlich auch wieder Diskussionen gegeben mit Ski Alpin, mit Biathlon. Ihr macht sie so und ihr aber so. Und die sind ja nur die Schlimmen. Ich glaube, es bringt auch nichts. Außerdem gibst du ja was zurück. Du radelst ja nach Istanbul. Das ist ja aber extrem. Aber ich fliege heim. Ich bin wieder heim geradelt. Okay. Aber ich habe einen CO2-Ausgleich gemacht, also ein bisschen Greenwashing wenigstens. Genau. Aber, und das ist ja ganz wichtig, du bist bei der Bergwacht aktiv und machst jetzt auch deinen Bergführer. Oder hast du ihn schon? Dann bist du gerade dabei. Bin dabei. Es ist eine 2,5-jährige Ausbildung. Ja. Damit es nicht langweilig wird, habe ich das auch jetzt noch parallel mit angefangen. Macht mir richtig viel Spaß. Ist echt eine super coole, intensive Ausbildung. Ich darf so viel lernen und das nochmal auf einem extrem hohen Niveau. Und wenn alles gut läuft, kann die im Mai sogar schon fertig sein. Wahnsinn, cool. Und es ist ja auch eine sehr schöne Art, mit Natur umzugehen, also auch Bergwacht generell und Bergführer und auch Leute dahin zu führen, also auch bewusst zu machen, was man da hat. Das denke ich auf jeden Fall. Das ist schön. Wir haben diese Natur, wir haben es vor der Haustür und das möchten ja andere Leute auch erleben. Und man hat dadurch halt auch die Möglichkeit, die Leute ein bisschen zu lenken, zu steuern, zu sagen, okay, man führt sie explizit da hier, erklärt ihnen vielleicht auch den Umgang, wie geht man gut mit der Natur um. Es ist erstaunlich, aber viele Leute wissen das einfach auch nicht, wie sie da richtig verhalten sollen, geschweige denn was Tourenplanung und so weiter betrifft. Mit den Leuten hat man es dann bei der Bergwacht zum Tor, die muss man dann oft irgendwo abholen. Und es ist ja schön, wenn man es davor schon so lenken kann und sie unterstützen kann, dass sie ihre Ziele erreichen, dass sie auf den Gipfel ankommen und am besten halt auch selber wieder runter.
Gibt es da manchmal komische Erlebnisse, wenn du da anrückst und der Mensch, der gerettet werden muss, erkennt dich? Hat es auch schon gegeben, ja. Wie schaut es dann aus? Ist der dann völlig ohnmächtig oder wird er ganz schnell wieder gesund? Der liegt dort. Ah, Laura, bist es du? Da liegt sie wieder hier. Es hat schon geheißen, ich soll meinen Bergwachtrucksack Autogrammkarten, da ist bewirkt Wunder. Aber das möchte man ja nicht in dem Moment. Nein, also das, da muss man, finde ich, auch wieder differenzieren. Ich bin ja da nicht irgendwie als ehemalige Biathletin bei der Bergwacht, sondern ich möchte da genauso dabei sein wie alle anderen auch und meine Dienste da genauso machen und mein Bestes geben und nicht anders sein wie die anderen. Und ist es geplant weiterhin, dass du den Biathlon als Moderatorin und Kommentatorin erhalten bleibst? Schon, oder? Solange wir die Leute noch hören wollen, gern. Ja, ich glaube schon. Genau. Du studierst aber auch noch Sportwissenschaften? Mhm, richtig. Was ist Sportwissenschaften? Viel Wissenschaft und wenig Sport. Also genau das, was du eigentlich nicht willst. Was ich mal interessant finde, die theoretischen Hintergründe, so zum Erfahren und mitzukriegen, was da eigentlich alles dahinter steckt, wie komplex dieses Themenfeld Sport eigentlich ist, wie facettenreich. Aber jetzt so, bin am Ende, also 7. Semester, ich muss die Bachelorarbeit noch schreiben, kommt mir der Sport schon ein bisschen zu kurz und es ist schon ein bisschen viel Wissenschaft. Und was macht man damit dann nach dem Studium? Die Türen stehen einem offen in der kompletten Sportwelt. Also du kannst da ganz viele unterschiedliche Sachen damit machen. Für mich ist wichtig, ich wollte immer einen Abschluss haben. Ich wollte nicht einfach nur die ehemalige Biathletin sein. Wie du gesagt hast, ich bin fürs ZDF als Expertin unterwegs. Das ist auch schön, einfach zu wissen, man hat da noch einen Background, man weiß einfach, um was es geht. Wir haben unter anderem auch ein Modul gehabt, wo es um Medien- und Kommunikationswissenschaften gegangen ist. Also kriegt man da auch einfach mehr mit. Ich darf nach wie vor recht viel für Sponsoren und für Partner machen. Da ist es auch gut, dass man sich einfach nochmal auf einem anderen Niveau da austauschen kann. Also ich denke, ich bleibe meiner Linie so treu, wie ich es bis jetzt gemacht habe. Ich finde das eine spannende Kombination, Sportwissenschaft mit der Bergführerei zum Kombinieren. Quasi auch zum sagen, okay, ich kann Leute dabei unterstützen, ihre Ziele zum Erreichen, auf den Gipfel zum kommen. Wie müssen sie sich vielleicht auch vorbereiten? Also ein bisschen darüber hinaus, über die ja, eigentliche Tour. Und ich denke, das kann man so alles ganz, ganz gut kombinieren. Aber ich bin jetzt froh, wie gesagt, wenn einmal wenn es nach einem anderen abgeschlossen ist, glaube ich, ja. Und genau, dann auch wieder ein eigenes Projekt starten kann. Von denen es noch viele geben wird wahrscheinlich. Wie ist es, wenn du jetzt im Biathlon-Zirkus dabei bist? Ist man da schon ein bisschen außen vor oder bist du noch voll drin und sagst, die Abläufe sind alle noch die gleichen, ich kann überall hingehen, die kennen mich alle noch, oder ist man doch eher außen? Es kommt darauf an, ich glaube, ich bin schon noch eher so auf der Sportlerseite. Es gibt ja da oft verschiedene Wege, wie ins Stadion kommen, zum Schierstand. Und da gibt es immer so extra Trasse für die Medienleute und für die Athleten. Und ich gehe immer den Athletenweg und merke dann, ah, es ist wieder falsch, ich muss eigentlich da außen rum gehen. Aber es ist immer gut, jeder akzeptiert das auch. Hallo Laura und alles gut. Und kann ich da mitgehen? Das merke ich schon. Aber klar, ich bin da fürs Fernsehen unterwegs. Also ich tue mit den Athleten oft einmal die Runde mit ablaufen, weil es einfach für mich wichtig ist, einen Eindruck zu kriegen, wie sind die Verhältnisse auf der Strecke, wie sind aber auch die Athleten drauf, wie bewegen sie sich, um da ja, besser reden zu können oder einen besseren Eindruck zu kriegen. Und mir ist aber auch wichtig, wenn ich mit den Athleten rede, so wie man halt unter Athleten redet, dann bleibt das auch unter uns, dann tue ich das nicht eins zu eins dann im Fernsehen da rumtratschen, sondern ich frage dann auch, sage, du, jetzt darf ich dir das fragen, kann ich das weitergeben, kann man das so sagen und versuche mir da schon das Okay auch zu holen. Weil es ist natürlich nicht ganz einfach, man hat eine gute Vertrauensbasis, gerade zu den Kollegen, mit denen man jahrelang im Team war und man mag das Vertrauen ja auch nicht missbrauchen. Ja, klar. Genau. Wie ist es, wenn du dich in Garmisch-Partenkirchen bewegst? Die kennt ja jeder Mensch. Tust du das eher meiden? Also du gehst ja sowieso raus in die Natur, aber es wird ja einmal vorkommen, dass du mal mit deinen Spitzeln was machen willst, fortgehen willst oder so. Ist das dann blöd? Kriegt man das hin oder muss man einfach die richtigen Orte wissen? Beides ein bisschen. ja, also das ist bei mir, glaube ich, schon so, dass ich davor ausgehen muss, dass mich da irgendjemand erkennt und dass man vielleicht am Abend mal ein Foto macht. Das ist ja okay. Wenn ich das nicht möchte, dann darf ich, glaube ich, auch nirgends hingehen. Also das ist schon so, aber das ist für mich okay. Also wie gesagt, ich habe da kein Problem damit. Das ist alles gut so und
ich merke aber auch, ich bin jetzt auch nicht so oft unterwegs in Garmisch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich am Vormittag immer durch die Fußgängerzone schlender und von einem Kaffee zum nächsten gehe. Ja, das ist halt langsam für dich, das ist ja klar. Wenn man rennen könnte, wäre es wahrscheinlich... Von dem her, wenn ich dann ab und zu mal da bin, dann ist es ja immer nett. Und ja, man kennt ja dann auch die Leute. Und das ist für mich schon auch der Unterschied, wenn ich in München, wo ich da studiert habe und wirklich früh in der Stadt war, und dann sagen die Leute, ja, Frau Dahlmeier, was machen Sie jetzt da beim Einkaufen? Sag ich, ja, einkaufen. Ach so, in München? Sag ich, ja, in München. Erstaunlich eigentlich, gell? Ja, das, das in Garmisch rechnet man halt eher damit. Ja. Liebe Laura, diese 70 Minuten sind jetzt ganz, ganz schnell vergangen. Wir sind fast am Ende, wir weisen aber natürlich noch darauf hin. Der heutige Abend hat ja nichts gekostet, der hat keinen Eintritt gekostet. Und wir würden Sie, liebes Publikum, ganz herzlich darum bitten, dass Sie doch erstens kräftig spenden. Wir haben dann bei den Ausgängen nachher, ist noch nicht vorbei, nachher 1 bis 2 bis 3 Menschen stehen, die ihre großzügigen Spenden entgegennehmen. Und den Spendenzweck darfst du gerne jetzt bekannt geben, der bietet sich nämlich an. Genau, das war die Bergwacht Garmisch-Partenkirchen. Und es darf mich freuen, wenn da viel Spenden basiert einfach auf dem Ehrenamt. Bereitschaftsleiter wäre auch da, sogar in der Familie. Nein, war schön, wenn sie einfach viel spenden darf. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Es sind viele Leute, die da einfach ihre Zeit gern reinstecken, die da mit viel Engagement dabei sind. Und ich glaube, das ist in unserer heutigen Zeit und in der Gesellschaft schon wichtig, dass einfach ja, Leute da gern was machen und sie einbringen. Absolut, und da bist du ja ein großes Vorbild. Und natürlich haben Sie gesehen, die Buchhandlung Gräfe und Unser hat oben draußen schon einen Bücherstand gehabt, wo Sie dieses sehr spannende und tolle Buch von der Laura erwerben können. Manche haben es schon gemacht, manche können es immer noch tun. Und die Laura würde jetzt im Anschluss hier auf der Bühne zur Verfügung stehen, gern für eine kleine Signierstunde, ich finde ein bisschen übertrieben, Signierviertelstunde, wer es signieren lassen möchte. Liebe Laura, ich habe mir sagen lassen, Blumen brauchst du nicht unbedingt, aber du bist große Fanin vom Wildkaffee. gut aufpasst. Genau, gut, es hat uns ein Mäuslein gezwitschert, nein, Vogel. Du hast uns alle sehr mit deinen biathletischen Erfolgen erfreut und begeistert. Viele hast du auch noch mehr begeistert durch die Art, wie du das alles gemacht hast, wie du zielstrebig und mit offenen Augen durch die Welt gehst. Und das wünschen wir uns oder wünsche ich mir, vielleicht im Namen von allen in Zukunft von dir. Bleib offen, bleib naturverbunden und bleib einfach so, wie du bist. Vielen Dank. Laura Dahlmeier. Danke. Danke. Danke dir. Danke. Vielen Dank. Danke. Das war Wo's nit sagst. Ein Podcast von Harald Helfrich. Unterstützt von der Volkshochschule Garmisch-Partenkirchen, dem Kreisbildungswerk Garmisch-Partenkirchen und der Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen.